Vor Einbruch der Dämmerung haben zahlreiche Besucher aus nah und fern das Winterdorf in Bad Schallerbach aufgesucht und bei Punsch und Schmankerl die gemütliche und besinnliche Vorweihnachtszeit genossen. Wir hoffen, dass wir genug Glühwein haben. Also ich habe den Nikolaus total als nett empfunden, schon. Für die kleinen Besucher gab es auch die Möglichkeit, auf dem Kunsteislaufplatz mit Schlittschuhen herumzuflitzen. Dieser Platz wird als Green Ice bezeichnet und benötigt keinerlei Wasser- oder Stromverbrauch. Der Platz wird nicht nur von den Kleinen als Eislaufplatz genutzt, sondern auch die Erwachsenen haben Freude daran, sich während der gesamten Adventszeit wöchentlich zum Stock- und Plattlerschießen zu versammeln. Der Nikolaus hat unter Begleitung seine schaurigen Gehilfen einen großen Korb mit Obst, Nüssen und Süßigkeiten mitgebracht und beim Verschenken dieser strahlten die Kindergesichter. Was hast du denn schon gekriegt? Zwei Schokolade und so Nüsse. Ja, die Kinder stürmen zu einem. Wir blasen einmal mit einem Horn, was mir Helfer macht. Ich gehe durch die Straßen. Ja, ich muss immer wieder sagen, das Lachen der Kinder ist einfach das Schöne. Für die kleinen Christkind-Fans gibt es die Möglichkeit, im Winterdorf via goldenen Briefkasten einen persönlichen Brief vom Christkind zu erhalten. Vor 9 Jahren wurde das alljährlich stattfindende Winterdorf von dem Verein der Kaufmannschaft Bad Schallerbach ins Leben gerufen und hat für die Region immer mehr an Bedeutung gewonnen. Das Winterdorf, so wie es jetzt da steht, ist in der 9. Saison mit ein bisschen Unterbrechung, wie wir es erkennen. Aber es ist sehr erfolgreich heuer und man hat gesehen, wie viele Leute das da sind. Und seit Anbeginn geht es super. Nicht das Winterdorf, sondern die Kaufleute haben es auch einfallen lassen. Wir machen ein tolles Gewinnspiel mit vielen Gewinnen und da werden halt so Klebemackerl ausgegeben pro 10 Euro Einkauf und das kriegt man in den Geschäften überall und das wird fleißig gesammelt schon. Wir haben schon sehr viele Klebebässe, die unterwegs sind jetzt und es wird schon danach gefragt, das ist wirklich schön. Zu späterer Stunde vertrieb die Pärchengruppe Taurus Pass aus Altmünster die bösen Geister und gaben so manchen unartigen Besuchern einen roten Hieb. Die Gruppe hat sich darin ausgezeichnet, eine Aufführung zu performen und sich auf feinfühlige Art den Kleinsten zu nähern. Unseren Verein gibt es seit dem Jahr 2000. Wir sind aus Münster. Und das Besondere bei uns ist, wir fahren auf viele Christkindlmärkte und wir haben bei jedem Christkindlmarkt eine eigene Show, die was 15 Minuten dauert. Da sind wir ziemlich einzigartig, was vertont ist, wo die Pärchen ein wenig reden. Und das zeichnet uns ein wenig aus. Und wir sind von den Mitgliedern sind wir 27 ein Stück. Am meisten Spaß macht es, wenn du Kinder siehst, die was eigentlich fürchten von Krampusse. Und du kannst trotzdem zu einer hingehen und gehst in die Knie und dann sagst du ihnen, dass es eigentlich gar nichts zum Fürchten gibt. Das ist eigentlich von uns das Schönste. Dass wir wirklich nicht bösartig sind oder irgendwas, sondern wir sind zum Fotografieren, zum Angreifen direkt. Und das ist eigentlich das, was für uns zählt. Und wie gefällt es dir da? Voll gut! Gruselt sie nicht? Nein, ja, ich hab keine Angst! Das ist mega gut! Hast du keine Angst? Nein! Ihr seid ganz lieb, oder? Ja! So brachte nicht nur der Nikolaus, sondern auch die scheinbar furchteinflößenden Pärchen Freude in die Kinderherzen.